So, herzlich willkommen vom Vomo Adventure, wieder unterwegs. Ja, diesmal geht's ins Altertum. Wir tauchen ein in alte Zeitgeschichten. Und zwar, wie man etwa früher gelebt hat, das werdet ihr jetzt sehen. Und zwar im Bayerischen Wald, wo es wunderschön ist. Auch Natureinblicke und wie ich da ein bisschen mit dem Vario rumkurve. Also dann lassen wir es los. So, ich bin gerade ein neues Mikrofon am Ausprobieren und auch am Wenden. Mal schauen, ob das besser ist, ob es weniger Motorgeräusche gibt. So, der führt mich durch den Waldweg. Eine Piste wieder mal. Offizielle Straße sogar. Ja, Google hat. Links abbiegen auf Frau Kreuz. Ah, Schlaglöcher. Ja, mal schauen, ich hoffe, ich komme hier durch. Ey. Jetzt da runter. Dem Streckenverlauf 1,5 Kilometer ja, folgen. Super, oh je. Ja, nun, ich sehe es dann. Also gibt hier ein bisschen Äste, aber die sind nicht so schlimm. Ich sehe sie in der Kamera, an der Dachkamera. Solange sie klein sind, macht das gar nichts. Ja, das Geklappere da. So, da ist wohl ein Sägewerk. Jetzt geht's rechts. Ja, man merkt, dass man in der Grenze von Tschechien sieht. Handen Pisten an. So. Also Wald hat es hier schon viel, das ist also wirklich toll. He. Also geht etwa 10% hoch und er zieht ziemlich gut im vierten Gang. Der Navi hat sich verloren im Wald. Ich hoffe, ich bin richtig. Hohenröhren bin ich jetzt, in Hohenröhren. Links abbiegen auf Museumsstraße. Ich glaube, das nennt man auch Sudetenland. He? Hier, es war mal alles deutschsprachig, auch in Tschechien. Links abbiegen auf Museumsstraße. So, das ist mein Plätzchen. Schön im Wald, kleine Lichtung. Oberhalb sind die Parkplätze. Ich habe mich da unten hingestellt für eine Nacht. Und jetzt gehen wir ins Freilichtmuseum. So, die Kamera ist hängen geblieben. Gut, habe ich es gemerkt. Jetzt gehen wir mal rein. So, das ist die Schmiede. Altertum. Ja, ich glaube, die wurden nicht so alt, die Leute. 45. Und dann war ihre Lunge kaputt. Schätze ich mal. Ja, diese Amboss hat man noch. Ja, das waren noch Zeiten. Ey. Da gibt es noch einen Keller, da gehen wir jetzt runter und Kopf einziehen.
Aua, habe ich ihn schon angeschlagen. Heieiei, sind die Leute klein gewesen. Tja, was war das? Gute Frage. Ja, da muss der eine immer Luft zuführen, hä? Da waren die Pferde. Die Pferde. Pferdestation, ja. Also, wir sind ein paar hundert Jahre zurückversetzt. Oh, das sind schöne Türen. Schöne Brunnen. Boah, das war noch Arbeit. Aus einem Steinstück ist das, hey. Ein riesen Granitstein. Ja, das war richtig Arbeit. Der hat heute vermutlich ein Vermögen wert. Hier das Gehöfe. Schön geschützt. So hat man früher gelebt, hey. Also der Winter hier möchte ich eigentlich nicht sein, der ist hart, weil es ist immer noch kühl hier. Wir sind gerade in einem Stall, ich hoffe ihr seht's. Das Teil schneidet dem Tier den Kopf ab. Brutal! Gehen wir von dieser Seite. Bavaria. Also hier waren die Knechte untergebracht. Hat man noch gearbeitet und hier schön warm gemacht. Wow. Ja, wirklich interessant. Interessant. Also die haben hier gearbeitet, Handwerk. Hä? Geht's da hoch? So, jetzt seht ihr da ein altertümliches Bett. Hey. Also die Leute damals waren um einiges kleinere. Hey. Da noch eins. Unterhalb ist die Stube. Ja, und diese Schränke gibt es ja heute noch. Die werden teuer verkauft. Einmal scheißen, bitte. Also hier haben die alten Leute, die Pensionisten, gewohnt. In diesem Haus in der Schweiz heißt das Stöckli. Extra ein Haus für die ältere Generation. Aber die haben ja auch noch ein bisschen gearbeitet, meistens. Da mussten sie hoch. Wenn sie nicht mehr hochkamen, tja, dann sind sie erfroren. Mussten sie im Boden schlafen, hä? Ja. Oh, das ist schon ein bisschen vornehmer, das Bett. 1,65 Meter lang etwa, Maximum 1,70 Meter. Tja, hätte ich keinen Platz mehr. Also hier, drum sagt man Stuhlen, hier hat man reingekackt. Deswegen heißt es eben heute noch Stuhlen. Hier kein fließendes Wasser, hier hat man sich gewaschen, das Gesicht und mit einem Lappen. Ging alles, hä? Und die Truhen, ja. So, jetzt sind die draußen, hier haben die sicher die Wäsche gewaschen.
Das ist das Herrenhaus. He? Ja. Sieht schon besser aus. Ja, da fühlt man sich echt in die alte Zeit versetzt. Hey. Also, das war noch energiefreundlich. Kochen, gleichzeitig heizen. Hey. Da können wir uns was abschneiden. Hier sind dann schon die besseren Betten. Schöne dicke Decken. Die sind auch länger. Die sind knapp 2 Meter oder 1,90. So, das ist die Wasserversorgung. Unten ist die Quelle. Dann wird es elektrisch hochgepumpt und da erwärmt. Auf der anderen Seite ist die Küche, der Ofen der Küche. So, das ist sozusagen das Kinderzimmer oder Töchter. Auch ein Ofen. Aber eben, das waren die mehr besseren, weil die anderen hatten natürlich nicht so schönes Zimmer. Die Decke. So, wir sind draußen, Fieselregen. Auch noch ein altes Gebäude. Tanzsaal. So, let's dance. Tanzsaal. Und wir haben ja hier eine Tänzerin. Und die Tänzerin tanzt jetzt gleich mal. Komm. Tanzen. Ja, ja. Ich glaube, das ist der Wiener Walzer, hä? Nicht? Aha. Also, ihr seht, ich habe keine Ahnung. Und tschüss. Oh, das ist ein Esel. Er lebt immer noch, seit Hunderten von Jahren. Hä? So, das war der Stall. Futtertrog. So, wir gehen noch in den Geräteschuppen. Die Arbeitsstätte. Hä? Wir gehen einen Stock hoch. Ich hoffe, man sieht was. Hä? Also, hat man wieder geschlafen. Und hier, das ist 1,50. Au, jetzt habe ich wieder den Kopf angeschlagen. Also hier ist die Arbeitsstätte. Hä? Wahnsinn. So hat man früher gelebt. Hey. Was kommt als erstes?
Gut, habe ich eine Waschmaschine. Eieiei, das war noch harte Arbeit. Das Haus ist jetzt etwa 100 Jahre alt, ein bisschen moderner. Granit. Granitstein, Wahnsinn, sogar die Decke. Das ist massiv. Hier gibt es eine Vorlesung, deswegen ist hier Wissenbetrieb. So, neuer Morgen, ist das eine schöne Gegend hier, muss ich sagen. Und da oben, seht ihr, steht mein Camper, da meine Kaffeetasse. Und heute machen wir eine Wanderung. Ich nehme euch mit ein bisschen auf die Wanderung. So, jetzt geht's weiter. Wir fahren jetzt da wieder raus. Diesen wunderschönen kleinen Waldparkplatz. Durch die Büsche. Vorbei am Freilichtmuseum. Und dann geht's ab zum Wandern. Hier ist der Nationalpark, Bayerischer Wald, ja. Schaff links abbiegen, um aufklauen. Ein wunderschönes Waldstück. Ich muss sagen, die Gegend ist sowas von schön. Also eine Traumgegend mit Mischwald, Grün, Moos, Feuchtigkeit, extrem viel. Ich möchte das nur empfehlen, hier gibt es überall Wanderparkplätze zum Übernachten und da kann man wandern oder eine Radtour machen. Bayerischer Wald ist also ein Ausflugsziel wert. Man kann auch rüber nach Tschechien. Da geht es genau gleich weiter mit der Natur. Die Natur hat keine Grenzen und das ist schön. Oh. Was steht da? Oh je. Nicht durchfahren. Schau, da war Fahrverbot. Scheiße, ich hab's gesehen. Jetzt. Links abbiegen auf Hochwaldstraße. Musste ich halt wieder rückwärts fahren und jetzt fahren wir da durch. Dem Straßenverlauf von Hochwaldstraße für eigentlich wieder Kilometer zurück. Folgen. Den Berg hoch wieder zurück, scheiße. Aber war ein schöner Ausflug. Ach, ist das schön hier. Da ein Hase, juhu! Hase gut, alles gut. Maut. Hier kann man mautfrei durch Maut fahren. Ist das nicht schön? So, unsere Wanderung geht jetzt los. Ich habe jetzt nur das Handy vorbei. Ich hoffe, es windet nicht zu fest wegen der Tonqualität. Ja. So, jetzt geht's ab in die Natur. Damit man keine nassen Füße kriegt. Würde auch ohne gehen, denke ich.
Wunderschön. Also Hundekneipen. Das macht Spaß, hä? Ein Traum hier. Das war es bereits schon wieder, wobei es war ja glaube 20, 22 Minuten. Ihr hattet also einiges gesehen, es hat mir wunderschön gefallen. Ich wusste gar nicht, dass diese Region da am äußersten Zipfel am Ende quasi von Deutschland so schön ist. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall da mal hinzureisen, einen Abstecher zu machen, wie auch immer. Ja, meine nächste Reise geht nach Kulmbach zum Zahnarzt, wo ich dann ein paar Tage bleiben werde und davon werde ich dann ein bisschen berichten, die Umgebung erkunden und so weiter. Okay, schön wart ihr dabei und wir sehen uns bald wieder. Okay, tschüss, Daumen hoch.